Kennst du das? Du willst gerade ein Drehbuch schreiben, aber irgendwie hast du einfach keine coolen Ideen, worum es eigentlich gehen soll? Oder steckst du vielleicht sogar mitten in der Geschichte eines Drehbuchs und dir fällt einfach gerade kein cooler Wendepunkt ein oder wie es weitergehen soll? Was ist, wenn ich dir sage, dass es dafür eine ziemlich einfache und effektive Methode gibt, wie du immer eine große Masse an Ideen hast? In diesem Video geht es um das Ideenarchiv. Ich will ehrlich zu dir sein, das Konzept eines Ideenarchivs habe ich mir nicht ausgedacht. Tatsächlich habe ich mir das von Jackie Chan abgeguckt. Vor einigen Jahren habe ich mal eine Dokumentation über ihn gesehen und dort wurde auch gefragt und herausgefunden, wie er immer auf diese kreativen Stunts und Ideen für seine Filme gekommen ist. Und der Reporter ist dann zusammen mit Jackie Chan in einen Raum gegangen, wo die Wände voll mit Bildern und Zeitungsartikeln gekleistert war. Und dort hat Jackie Chan erklärt, dass er die ganzen Inspirationsquellen und Zeitungsartikeln in diesem Raum zusammensammelt. Und ich fand das damals schon extrem genial, denn Kreativität kann man nicht einfach spontan hervorrufen. Und wenn Kreativität nicht erzwingbar ist, sondern eher spontan, warum macht man sich genau das nicht zunutze? Und das heißt es auch für Drehbücher, denn eine spontane Idee zu finden ist meistens nicht sehr einfach. Und es viel einfacher ist, diese vielen kleinen Inspirationsquellen, die sich über einen längeren Zeitraum einfach ergeben, diese zu sammeln und dann später natürlich auch zu nutzen. Und genau dafür braucht man ein Archiv. Ein Ideenarchiv. Wenn du das Problem kennst, dass du keine Idee für eine Geschichte findest oder an einer Geschichte arbeitest und einfach keinen Plan hast, wie es weitergehen soll, dann solltest du unbedingt so ein Ideenarchiv verwenden. Das Konzept dahinter ist, dass du immer, wenn du im Alltag plötzlich eine Idee hast oder dir eine Inspirationsquelle mitten ins Gesicht geschleudert wird, dass du dann eine Möglichkeit hast, diese alle zu sammeln. Und vor allem, dass du diese Sammlung immer wieder weiter füllst. Dadurch ergibt sich über die Zeit hinweg so eine Vielzahl an Informationen und Ideen, damit du beim Schreiben auf jeden Fall keine Probleme mehr hast. Es ist auch praktisch, wenn deine Geschichte sich ein bisschen eintönig anfühlt, weil du aus dem Ideenarchiv dann immer kontrastreiche und dynamische Sachen einbauen kannst. Dadurch erhält dein Drehbuch mehr Tiefe und Variation, weil der Kern der Geschichte dann nicht mehr aus einer einzigen Idee stammt, sondern aus vielen kleinen Einzelideen, die einfach zusammen kombiniert wurden. So genial ich diese Idee von Jackie Chan auch fand, so chaotisch war sie aber auch. Für mich persönlich wäre es extrem unpraktisch, ein komplettes Zimmer mit Bildern und Zeitungsartikeln zu bekleben. Nicht nur, weil es einfach nicht so schön für mich aussieht, sondern weil ich vermutlich nach allen suchen müsste, bis ich es endlich gefunden habe. Zudem würde es auch schwierig werden, Videos oder digitale Dateien irgendwie dort in diesem Raum unterzubringen. Daher ist es wichtig, dass du ein wesentlich übersichtlicheres System verwendest. Und ja, ich weiß, jeder ist ein bisschen anders und jeder hat so seinen eigenen Stil, etwas zu machen. Dennoch möchte ich dir wärmstens empfehlen, dass du am besten eine digitale Methode verwendest und am besten sogar eine Cloud. Wenn du digital sammelst, dann kannst du alles Mögliche sammeln, also Texte, Bilder, Videos, Musik und was weiß ich nicht alles. Zudem kannst du mit verschiedenen Such- und Filterfunktionen genau die Inspirationsquellen wiederfinden, die du gerade brauchst oder suchst. Du kannst ganz einfach Stichworte eingeben, sortieren, korrigieren und Sachen hinzufügen. Und wenn du ein Cloud-System verwendest, dann kannst du das von überall machen, wenn du dein Handy dabei hast. Und vor allem kannst du dann von überall auf das Ideenarchiv wieder zugreifen. Das heißt, wenn du spontan an einer Geschichte weiterschreiben möchtest, dann kannst du jederzeit deine ganzen Ideenquellen wieder aufrufen. Wenn du Texte von externen Quellen in dein Ideenarchiv schreiben möchtest, dann ist es so unglaublich wichtig, dass du nicht einfach nur Copy-Paste-mäßig die ganzen Texte kopierst. Du solltest auf jeden Fall die Texte in deiner eigenen Sprache nochmal zusammenfassen. Es ist platzsparender, wesentlich effizienter nachzulesen und vor allem kannst du dich auch immer besser an das erinnern, was du selber aufgeschrieben hast. Dann kannst du die Inspiration vor allem auch auf den Kern reduzieren. Also, was hat dich daran wirklich inspiriert? Ist es ein Ereignis gewesen oder ein Motiv oder die Person oder ein Gesprächsfetzen? Aber vergiss dabei nicht, dass die kleinen Elemente eine Geschichte wirklich authentisch machen. Ist ein bisschen dunkel hier jetzt, ne? Sekunde. Ach, deutlich besser jetzt. Und auch wenn es bisher so klingt, als solltest du so viel wie möglich herausfiltern, solltest du trotzdem so viel wie möglich sammeln. Es geht darum, möglichst viele Eindrücke, Ideen und Einflüsse aufzunehmen. Wenn du dann so viel sammelst, dann ist es unglaublich wichtig, dass du ordentlich kategorisierst. Auf deiner Cloud solltest du dann jeweils einen einzelnen Ordner dafür haben, wofür diese Inspirationsquelle inspirierend war. Das war ja mal wieder eine linguistische Meisterleistung von mir. Und so wird das Ideenarchiv dann zu einem starken Hilfsmittel im kreativen Prozess. Mit der Zeit ist dann nämlich dein Archiv voller interessanter und inspirierender Ideen und du brauchst keine Angst mehr vor einer Schreibblockade zu haben. Deine wichtigste Aufgabe am Anfang ist es vor allem, irgendwie das Archiv zu füllen. Daher habe ich zu Beginn meines Ideenarchivs es so gemacht, dass ich die ersten 30 Tage jeden Tag mindestens einen Beitrag in diesem Ideenarchiv hinzugefügt habe. Wenn du das dann einen Monat durchziehst, dann hast du danach auf jeden Fall eine grundsolide Basis. Und ja, ich weiß, es wird Tage geben, da ist es nicht ganz so einfach, dass dir eine Inspirationsquelle über den Weg läuft. Aber dafür wird es auch andere Tage geben, wo dir an einem Tag einfach mega viele Sachen auf einmal entgegengeworfen werden. Als ich das zum Beispiel für einen Monat durchgezogen hatte,
hatte ich danach ungefähr 20 Bilder, ungefähr 150 Stichpunkte und noch ein paar Videos, die als Anregung für die unterschiedlichsten Bereiche gedient haben. Und seitdem führe ich das auch stetig weiter. Das heißt, es wächst und wächst und wächst. Und wie gesagt, das Ideenarchiv ist nicht nur dazu da, um die Kernidee einer grundlegenden Geschichte zu finden, sondern auch, um in der Geschichte selber viele kleine, authentische Momente einzubauen. Das Ideenarchiv ist daher zu einem wichtigen Eckpfeiler meiner Inspiration geworden. Daher lege dir am besten sofort ein digitales Ideenarchiv an, am besten eine Cloud wie Google Drive oder iCloud. Dann sammle für die nächsten 30 Tage jeden Tag mindestens eine Inspirationsquelle und sortiere die ordentlich in diesem Ideenarchiv ein. Und dann nach 30 Tagen hast du ein unglaubliches Sammelsurium an Inspirationsquellen und interessanten Ereignissen, Menschen, Motiven, was auch immer, woraus du dann eine Geschichte gestalten kannst. Wenn du noch mehr Tipps für das Drehbuchschreiben haben möchtest, dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Deine erste Möglichkeit ist, dass du mein Buch 8,5 Schritte kaufst. Den Link dazu habe ich dir in die Videobeschreibung gepackt. In 8,5 Schritte habe ich das große Projekt, ein Drehbuch zu schreiben, in, Überraschung, 8,5 einfache Einzelschritte sortiert. Jedes Kapitel ist dabei so aufgebaut, dass der vorherige Schritt nur durch ein kleines Element erweitert wird. Das Buch hilft dir also dabei, aus einer einfachen kleinen Idee dann ein komplettes Drehbuch zu schreiben und sorgt dafür, dass du nichts Wichtiges vergisst. Deine zweite Möglichkeit ist, dass du das Video likest und vor allem auch den Kanal abonnierst. Denn hier werden in den nächsten Videos viele kleine Tipps und Tricks und Methoden folgen, um ein Drehbuch zu schreiben. Und das solltest du nicht verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und damit ab zum Outro.